hattest. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob das vom letzten Mal war. Weil du mir so viel in der Hand gedrückt hast. Halt viel zu lange her. Nee, danach hatte ich ja noch mehr Spiele. Jetzt einmal. Dann die ganzen Updates noch. Einsortiert hast du es bestimmt noch nicht, ne? Ob sie den habe ich schon einsortiert, habe ich doch gerade gesagt. Ja, okay. Da auch noch was ist, weiß ich, aber ich wollte gucken, ob in den Kisten jetzt noch was ist. Das kann ich dir leider noch nicht verraten. Ich denke, das ist halt auch gut, dass du immer markieren kannst unten und das hervorheben kannst. Bei dem, was alles hier drin ist, übersiehst du das gleich. Sonst. Ist ja einfacher, zum Sachen zu suchen. Ja. Besonders bei den ganzen Mischkisten, die wir hatten. Ja. Was denn, dass ich die ganzen Kisten schon leer gemacht habe? Warum sagst du das so? Dalum. 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 Hm, Dalum. Ach, da sind drei Sticks in einer Kiste. Jo. Wandtantaschen. Anderthalb Sticks. What the fuck? Hat anderthalb sechs Wandtantaschen? Nee. Warte mal, das muss ich gucken. Gibt's hier Wandtantaschen? Anderthalb Sticks in Obsidian. Lol. Plus einen habe ich eben 3 Stacks rausgeholt. Ich möchte überhaupt einen Cheater. Ja. Da war noch mal was drin. Weißt du eigentlich, dass es hier so einen Hook gibt? Was? Hm? So ein Greifer, wo du mit die Seile lang rutschen kannst. Nö. Nee. Hab ich letztens auch herausgefunden. Okay. Bei dem Engineering-Ding. Okay. Gibt es so ein Hook? Wo du so bestimmte Seile mit runterrutschen kannst. Mhm. Aber geil für lange Strecken. Wenn man auch fürs Lager nutzen kann. Zum Runterrutschen ins Lager. Nee, das geht nicht. Da musst du so schräg machen. Ja, das hätte man in der Wand lang machen können. Für Ebene für Ebene für Ebene. Na gut. Oder hier lang zum Runterrutschen jeder Ebene. So, ja, geht aber halt nur so schräg halt, ne? Ein Stang. Das hätte natürlich auch was. Dafür kannst du aber, weißt du, was du dafür machen kannst? Lianen. Na gut. Lianen können das ja, wenn du die frei runter im Raum hängen lässt, dann unter nicht am Block, ja. Dann kannst du so runterrutschen. Das geht ja zum Beispiel. Aber sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus dann. Ja. So Lianen also mit dem Raum. So Stangen besser aussehen. Es gab ja mal Seile. Weiß aber nicht bei welchem Mod. Das ist ja ein Anz- kein Feuerwehrmod. Nee, aber es gab so einen Mod, wo du an so einem Seil runterrutschen konntest. Nein, ich meine halt, gibt's keinen Feuerwehrmod, dann kann man stimmt. Da Stangen rausnehmen und in einen anderen Modpack mit reinstecken. Stimmt. Oder einen Mod rein. Brauchst du hier nur bestimmt Roadmod eingeben, also Seilmod. Findet er bestimmt was. Oh, meine Beine, ey. Lecco mio. So. Sechs habe ich denn da gerade zusammengekriegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27 Stacks Obsidian. Denn das kann zählen. Hey! Aber gut, dass du schon mal zählen konntest. Muss ich aber 27 Stacks? Ja, kannst du einiges auf jeden Fall machen. Ja, schön. Upgrades mitbauen. Obsidian. Aber dafür brauche ich voll viele Upgrade-Templates noch. Ich wollte gerade sagen. Findet er gar nicht so. Upgrades. Auf jeden Fall brauche ich richtig viele Leute. Ja, schon sehr, wenn du
allein die Upgrades brauchst, da brauchst du diese. Du brauchst ja. Oh, Entschuldigung. Ja, auch. Guck mal. Da brauchst du. Ey, da brauchst du ja massenweise Holz wieder. Ja, ja. Wie Standard-Upgrades. Hm. Warte mal, du willst mal die Kisten bauen. Ja, du brauchst immer die Templates. Guck mal, brauchst du ja schon 8, 6. Eine Kiste und 6 mal Holz. Ja. Ja, ein Vorteil ist, wenn du da ganz viele Autocrafter nimmst und die schon mal alles so automatisch machen lässt. Ja. Sticks, Kisten. Geht ja alles. Ja. Komm mal wieder zurück. Sicher? Kannst du auch da hinten bleiben? Ne, mit Sicherheit nicht. Muss nicht unbedingt wiederkommen. Ja. War so ruhig hier im Gebiet. Ja, schnackt man nicht. Klar! Ah! Ich dachte auch immer, dass es voll ungewohnt ist, zwei Headset-Kopfhörer, aber geht das nicht. Und wenn du gute Kopfhörer. Ich kann mir nicht in ihr. Ja, wollte gerade sagen, wenn du gute Kopfhörer hast, dann brauchst du es auch nicht. Sonst hat sich das immer so dumpf angehört, weil ich mich ja selbst reden höre. Mhm. Und das geht jetzt sogar. Aber durch die In-Ears hörst du dich ja mehr selbst reden. Wenn du Headset hast, das komplett abschließt, dann hörst du dich kaum selbst reden. Das weiß ich ja. Ja, ja. Der feuert auch In-Ears. Ja, aber doch nur für die Musik oder wofür hattest du die genutzt? Hatte ich vorher auch so. Ich hatte vorher, und das war ungelogen, anfangsmäßig, kennst du noch die. Ich weiß gar nicht, welche Kamera das war. Eine Kamera, die hatte Mikrofonfunktion. Ach, deswegen hat sich das so komisch angehört. Mhm. Dein Anfang. Kamera, ja. Mikro. Oder was? Ja. Ah, fuck, Loch! Genau, und das hatte ich mir reingemacht. Und da hatte ich In-Ears. Mich hat das ja auch nicht gestört, weil ich ja sonst auch mal Kopfhörer drin hab. Ja. Irgendwann dachte ich mir, ey, das. Ah! Skelett! Irgendwann ging mir das auf den Sack. Boah. Weil der Zaun doch scheiße war, ne? Ja. So hat es ja dann Boxen laufen, weißt du? Die habe ich ja immer noch stehen, aber die kann ich ja jetzt an- und ausschalten. Oh, du gehst gerade ins Bett. Mhm. Hallo. Kann mir noch reinlegen? Immer wenn ich jetzt zum Bett hinlaufe, dann fängt es an zu lenken. Aber auch nur hier. Keine Ahnung. Nur hier? Was ist denn hier? Was ist durch? Also hier unten sind die Maschinen und drüber ist das Bad. Ungefähr. Ne, noch nicht mal. Das ist ja noch weiter außerhalb. Das vielleicht durch. Wollte eigentlich gar nicht kommen. Durch was? Auch hier ist das genauso. Weil durch die Engines. Vielleicht. Durch die Motoren die ganze Zeit pumpen. Ja, ja. Ja, ja. 19 FPS. Hm? Die sind jetzt ganz nur am Bumm, Bumm. Die eine habe ich ja schon ausgeschaltet. Geh ich weg, geh meine FPS wieder hoch. Ja, das sehe ich, guck mal, die einen pumpen mehr dauerhaft. Die anderen, jetzt überleg mal, die anderen vom Ofen würden jetzt auch noch dauerhaft pumpen. Naja. Was mich echt wundert, warum die das machen. Normalerweise sollten die pumpen, wenn die keine Items mehr drin haben. Auch wenn die. Wie habe ich das denn auf dem Server gemacht? Du hast das so gemacht, dass die aufhören zu pumpen, wenn da eine bestimmte Anzahl an Items drin ist. Komm mal gleich wieder. Ich habe das gehört, im Bauchserver habe ich das geändert, ne? Weiß ich nicht. Komm mal mit. Oder kann es sein, dass ich unten ein Item reingepumpt. Nee, das geht auch nicht. Wie habe ich das denn gemacht? Oder habe ich die Redstone-Fackel weggemacht und nur ein Ding dann gemacht? Was ist nicht, wie ich das gemacht habe? Wollen wir mal gucken gehen. Mhm. Ja, da hat er so eine Konstruktion gebaut zum Anfordern der Item. Ja, oder wenn bin ich da vorbeigeflogen. Weil bestimmte Menge fehlt, dass sie dann automatisch angefordert werden, ne? Ja. Ja, wenn nix da ist. Ja. Hier habe ich das genauso gemacht. Die Pumpen. Hab ich das nicht geändert gehabt? Weil der also sollte. Die hier vorne pumpen gar nicht, aber die anderen nur. Ja, weil die Item drin ist. Weil jetzt die Sensor drin ist. Wenn ich jetzt das Sensor rausnehme. Ja, genau. Ich hatte das gemacht, damit der nicht überfüllt. Diese Bauweise war das.
Ja. Deswegen pumpen die ganze Zeit. Der sollte ja so lange pumpen. Jetzt pumpt er wieder Sandstone. Der sollte ja so lange pumpen, bis das erste Item drin ist. Dann sollte er wieder ausmachen, damit das halt nicht überfüllt wird. Ja, das deswegen, hätte man deswegen mit laufen dem die Item automatisch. Dust aber nochmal anders machen können. Ja, mit den. Hopper Dust, meine ich. Ja, gut, ich benutze ja später die anderen Dinger. Hättest du. Naja, dann hättest du halt. Und die Kisten müssten Hopper. Und die müssen mit den Dust verbunden werden. Und die Items bleiben ja drin. Egal wie voll das ist. Gut. Lagert Sicherheit da drin. Und dann wird immer nach und nach wieder angezogen, was. Ja, ja. Ist Erde einsortiert? Ja, jo, Erde pumpt da ja, gerade. Ja. Kann er mal nachwerfen. Wie einfach alles voll ist. Und das ist der einzige Nachteil, den ich an den Hoppern hasse. Dass sie nur 1-1-1 machen. Weil mit den Pipes, mit den Pipes würden ja. Die Engines würden ja stackweise teilweise sogar machen, oder es gibt ja auch. Ja, gut, aber meistens sind die Hopper ja schon komplett gefüllt. Wenn du mit den Dust machst, hat der immer nur eine bestimmte Anzahl drin. Und wenn der Ofen voll ist, ist er auch voll. Und dann wird das der nächste Platz gefüllt. Und dann der nächste und der nächste und der nächste. Das ist wiederum auch nochmal. Fahren am Platz. Dann hat er schon mal was, was er als nächstes wieder verballern kann. Ja. Ja, mal abwarten hier. Das ist erstmal hier beschäftigt. Erde wegzuballern. Haufenweise wieder. Jetzt werde ich mal gucken, was mein Gneis da unten macht. Hab ich den? Da. Der Chiselrino, das sind die falschen Cobblestones. Nee, musst du halt mal sonst auf dem Bau zur Wau testen. Ja, ob anders kommt. Ob sich das dann mehr lohnen würde damit. Anders kommt das eh. Naja. Ne, ich meine ja nur, ob das mit den Hopper und mit den Dusten sich mehr lohnen würde, als so wie jetzt das ist. Oh, das weiß Eisen ich gar nicht. Haben wir ja. Ja, Eisen haben wir. Besonders nach dem. Vor allem habe ich hier auch nochmal zwei Stacks gebracht wieder. Ja klar. Deswegen. Abwarten. Ich habe hier noch Alpen drin. Sagen wir so, wir schmeißen die Kühe halt einfach nochmal einmal an, dann kriegen wir wieder Eisen. Aber da kriegt er irgendwie massig aus den Gebieten, wenn die neu gewendet werden. Kriegst du massenweise raus. Jetzt habe ich die. Jetzt habe ich Kacke gemacht. Egal. Wie immer halt. Wie immer. Egal! Ah! Kann ich aber alles nicht reinschmeißen. Ich glaube, dass wir echt wenig Holz haben. Ja. Noch. Sind nicht wie viel vorgecraftet? Halbe Kiste noch. Sind mehr als eine halbe Kiste, ist noch ein bisschen da. Das ist voll. Die ganzen. Basalt. Hopper-Task hier sind voller Erde jetzt. Ja, weil Erde drin ist. Ja, ja. Wir haben mal. So angehäuft, dass das Stackweise wieder drin ist. Ja gut, der wird jetzt auch noch, keine Ahnung, wie viel Stacks reingepfeffert. Ja. Ich hätte das, warte mal. Weil, also wie es auch aussieht, pumpen die Hopper das ordentlich nach. Immer ganz gut. Also lange alles wegkriegt. Mit einer guten Geschwindigkeit. Wenn nach alles weg ist, dann gehen sie sowieso. Ja,